Hey Leute, willkommen zu unserer Gravity Preview. Heute im Bikecheck das Marin Alpine Trail 8. Das 8 ist natürlich ein bisschen in der höherwertigen Ausstattung, beziehungsweise ist hier die höchste Ausstattung und hat einen UVP von ca. 3.599 Euro. Insgesamt zum Alpine Trail. Wir haben das gestern gefahren auf einer Strecke unten von Riva, ca. 40 Kilometer, 1200 Höhenmeter den Berg rauf. Was ich hier eigentlich ziemlich geil fand, war insgesamt, wir haben natürlich eine komplette Fox-Ausstattung. Das heißt, wir haben vorne einmal eine Fox 36 und hinten den Fox DPX2 Floatdämpfer. Das Ganze hat sehr, sehr gut miteinander gearbeitet, was hier natürlich sehr geil ist bei den Fox-Komponenten, dass man die komplett sperren kann. Das heißt, wenn man dann dementsprechend bergauf tritt, kannst du das Fahrrad komplett steif machen. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man wirklich hochtritt. Wir haben dazu noch eine komplette SRAM NX Eagle Ausstattung, die hat wunderbar miteinander gearbeitet. War jetzt auch so, dass wenn man gerade mal vielleicht mal bergauf stoppen muss, will wieder antreten in einen sehr leichten Gang oder vielleicht sogar noch mal drin geschiftet hat, dass das Ganze nicht unangenehm rumspringt, sondern wirklich sich einfach gut antreten lässt. Was ich hier sehr cool gefunden habe, ist, dass wir hier einmal auch von Deity Components Sachen verarbeitet haben. Wir haben beim Lenker haben wir den Deity Black Label. Das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus mit seinem schwarz-neon-gelben Look. Wir haben hier einen Deity-Vorbau, der ist ein bisschen kürzer gehalten. Ich habe gestern ehrlich gesagt als erstes das Gefühl, wir haben hier eine Rahmengröße L und das wirkt sehr kurz, das Bike. Als ich auch drauf saß, hatte ich erst fast gedacht, das könnte ein bisschen zu klein sein. Aber es war dann wirklich gar nicht so der Fall. Es hat sich wirklich super sitzen lassen. Wir haben natürlich auch hier eine Cars Left Seat Post, die ist komplett hydraulisch. Das heißt, man kann dann dementsprechend, wenn man bergauf fährt, die schön nach oben lassen, um einfach hier die richtige Sitzposition zu haben, um bergauf zu fahren. Sobald es dann ins Gelände reingeht und natürlich auch hier ein bisschen ruppiger wird, kann man das Ganze schön absetzen, um dann dementsprechend auch wirklich mit dem ganzen Körper schön zu arbeiten, ohne dass hier irgendwas störend in der Mitte hängt. Wir haben vom Hinterbau 150 mm Federweg hier, von sind es 160. Das Ganze hat wirklich super miteinander gearbeitet, auch wo wir dann wirklich ein paar ruppigere Strecken runter sind. Ich komme aus dem Downhill-Bereich, dann denkt man schon immer, okay, wir haben hier 200 mm Federweg, wenn ich dann auf 160 oder 150 runter drücke, ist es schon immer ein ziemlicher Unterschied, weil das Ganze natürlich dann auch dementsprechend mehr auf die Handgelenke und alles geht. Hat sich aber hier eigentlich wirklich sehr gut fahren lassen. Das heißt, ich hatte jetzt hier nicht so das Gefühl, dass es teilweise unbedingt zu wenig ist. Der Rahmen hat insgesamt eine super Steifigkeit gehabt, gerade hier am Hinterbau. Fand ich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier bei den Felgen, haben wir einmal Felgen von Marin Bikes verbaut. Was gibt es noch dazu zu sagen? Wir haben im Kurbelbereich haben wir eine TrueActiv mit 170 mm Kurbelarm. Marin verbaut die generell mit 170 mm, weil das Tretlager ca. 35 mm tiefer liegt und es einfach darum geht, dass wenn er dann auch in extrem steinigen Passagen tritt, dass die Kurbel einfach hier nicht am Stein aufschlägt. Was mir jetzt bei dem Bike vielleicht nicht ganz so gefallen hat, das sind die Tektro-Bremsen. Hier war eigentlich eher so der Punkt, dass bei den T4, gerade wenn man extrem ruppige Passagen nach unten fährt, man hat hier, sieht man vielleicht jetzt gerade nicht so, kann der Michael dann aber nochmal abfilmen, kann hier auch dementsprechend den Bremshebel ein bisschen verstellen, dass er dementsprechend dann entweder mehr zum Griff kommt oder halt einen höheren Abstand hat. Ich habe den generell ein bisschen nach vorn gedreht, einfach um hier ein bisschen besser faden zu können in dem Bereich, musste aber dann feststellen, dass wenn zu viel Druck aufgebaut wird und dementsprechend die ruppigen Passagen kommen, dass man hier doch öfters mal nachjustieren musste. Das hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Aber insgesamt kann ich sagen, dass gerade durch diesen Anfangsgefühl Kleinrahmen, der sich aber jetzt gar nicht so klein anfühlt, wenn man dann drauf sitzt, wir hier einen Radstand haben, der das Ganze wirklich ziemlich flowig macht. Das heißt, dass ich gerade in kurvigen Bereichen wirklich ein Bike habe, was sehr agil ist. Hier natürlich super agiert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt bin ich sehr positiv überrascht von Alpine Trail. Wenn es wie gesagt um die Bremsen geht, hier würde ich vielleicht nochmal nachrüsten. Aber könnte mir definitiv vorstellen, dass es Marin Bikes auch eins der Bikes wäre, die ich mir hier zulegen könnte. Gerade von der Preiskategorie fand ich das ziemlich interessant. Ja, das wäre es zu unserem Bike-Check. Also wir sind eigentlich soweit sehr zufrieden damit, beziehungsweise ich. Ich habe es gestern den ganzen Tag getestet. In diesem Sinne, das war es zu unserem Marin Bikes Bike-Check zum Alpine Trail 8. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.